Hier spricht Ustra, es geht weiter mit Rune Factory Frontier und es scheint ein Sturm zu wüten. Ich sollte heute besser drin bleiben. Okay. Dann vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, dir hat das Projekt genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Nein, natürlich nicht. Wir nehmen natürlich den Sturm, wie er kommt. Und versuchen ein bisschen... Und versuchen ein bisschen was daraus zu machen. Ich hoffe, unser Feld bleibt einigermaßen heile. Und da können wir gleich ein bisschen so Sachen herstellen im Handwerk, damit wir ein paar Punkte kriegen. Aber ich freue mich, dass es ein Sturm ist, denn danach soll es diese weißen und schwarzen Kräuter auf dem Feld geben, die wir ja auch gebrauchen können, wenn es dann Richtung ja, für Melodie einfach Aufträge verbessern, fertigstellen und sowas. Jetzt mal eben schauen, dass ich noch irgendwie irgendwas gebacken kriege. Oh, super Reisbällchen. Was können wir noch machen? Eingelegte Rüben auf keinen Fall. Lachsforelle, Aubergine, Bambus, Reis, Regenbogenbrot, Saibling, Sashimi. Okay, das können wir mal einmal machen. Da wir ein bisschen Fisch haben, ist es völlig in Ordnung. Das sieht aber auch lecker aus. Alles andere werde ich mal so stehen lassen. Dann hopse ich nochmal ins Bett. Das hat sich ja gelohnt. So. Oh, aber das Wetter wird aber nicht mehr. Wie gesagt, der Sommer ist ein Scheißmonat. Hier bei Rune Factory Frontier anscheinend. Ah, schwarze und weiße. Und genau die brauchten wir ja für Melohodi. Ah, scheiße. Ah, scheiße. Alles nicht so ganz geil. Wenn ich das mal so bemerken dürfte, ist das nicht so schön. Trotzdem hat sich unsere Rosetta das Geld gekrallt. Dann können wir jetzt mal eben warten auf die Postfee. Ich dachte ja, nach diesem sehr langweiligen, eintönigen, tristen Regentag der letzten Folge haben wir jetzt die Möglichkeit, richtig abzugehen. Aber nein. Sturm, Regen, Langeweile. Quietsch. Morning. Moin. Too bad it's raining. I'm worried that the letters will get wet. Okay. Geister sind zurzeit das Thema bei dem Mädchen im Dorf. Ich wache immer früher morgen auf, daher bekomme ich die Geisterstunde nie mit. Naja, aber ich habe das Gefühl, etwas zu verpassen. Okay. Schneegras. Okay. Angeblich habe ich heute keine Post. Was? Das kann doch nicht sein. Ich war doch so ein braver Junge. Wie kann ich denn da keine Post kriegen? Bitteschön, das ist für Melodie. Schneegras soll ich abliefern? Ich kümmere mich drum. Aber mit, Morning. Moin. Du solltest antworten. Habe ich alles getan? Mach mir keinen Stress, Annette. Alles ist in Mache. Alles ist super. Alles ist in bester, reinster, schönster Ordnung. Immer dieses Gedrängel. Zum Glück muss man die Monster nicht füttern. Jetzt aber. Zum Glück muss man die Monster nicht füttern, denn die nehmen sich ja selber Futter, solange genug da ist. Und das ist ein Riesenvorteil, denn wir haben in den letzten... Hallo, Luft. Schön, dass du da bist. Wir haben in den letzten Folgen Harvest Moon Back to Nature gesehen hat und weiß, was da im Stall so abgeht und wie ich mich im Stall verhalte, wie der letzte Henker. Dann weiß man, wie schön gelassen und schön ich diesen Stall finde. Ich liebe diesen Stall und all seine Bewohner. Es ist so schön, dass man Platz hat, aneinander vorbeizulaufen, dass man die schönen Seiten des Farmers hier genießen kann. Und die Büffelmusen sind auch so niedlich.
So, wer übrigens noch Monster sein möchte, hier auf der Farm, der darf natürlich gerne sein Monster und den zugehörigen Namen gerne in die Video-Kommentare natürlich packen. Ich würde mich freuen, denn wir haben noch reichlich Platz. Und es wäre schön, wenn der belegt werden könnte. So. Das von dieser Entschuldigung. Das von dieser Schleichwerbung. Das habe ich aber gegossen gehabt in der letzten Zeit. Da bin ich mir mal relativ vielleicht sicher. Ich habe das zur letzten Folge gegossen. Aber eventuell auch da durch den Schneesturm. Haben sich eventuell Monster das gegessen? Die kann ich noch nicht ernten. Das gibt's doch nicht. Das ist ja frech. Die Rüben brauchen doch länger, als ich gedacht habe. Ich dachte, ja, mal eben die Rüben alle wegzimmern. Das Schöne ist, die sind geschützt vor den Sturm, der ja jetzt zutage wütete. Was ich über mein Feld leider nicht behaupten kann. Das sieht aus wie Kraut und Rüben im Moment. Und ja, ich weiß, da fehlen auch noch die ein oder anderen Sachen auf dem Feld. Darum werde ich mich auch noch kümmern. Aber jetzt muss erstmal aufhören zu regnen. Und dann kann ich mich dem wieder widmen. Weil wir brauchen noch von Kürbis abwärts noch ein paar Dinge auf dem Feld. Ich habe es nicht vergessen. Und ich weiß das noch, dass das noch im Sommer stattfinden sollte. Ich habe mir das auch aufgeschrieben. Finde das aber jetzt gerade nicht wieder. Liegt daran, weil ich mir im Moment zu viel aufschreibe. Wegen dem bevorstehenden Umzug, der ja noch ansteht. Ist es das hier? Nein, das ist von Harvest Moon. Moment, ich bin gleich soweit. Wenn ich das gefunden habe, dann bin ich auch beruhigt und dann kann ich hier ruhiger in die ganze Sache ein. Anscheinend nicht. Okay, dann knalle ich doch das Heft zu. Ist mir auch egal. Dann bin ich jetzt einfach zickig. So. Wenn er nicht will, meine eigene Ordnung, dann halt nicht. Ich finde das schon wieder. Macht euch keine Sorgen. Hier kommt nichts weg. Außer es ist schon in irgendeiner Umzugskiste. Naja. Nein. Und dann steht es immer noch in dem alten Strawpool-Link. Alles kein Problem. Cinema, ich komme. Ich komme zu dir. Und ich zeige dir meinen Lieblingsfisch. Der schmeckt dir zu jedem Gericht. Er heißt, weiß ich nicht, und er sieht gut aus, aber er hängt an mir dran, also pass gut auf ihn auf. Naja, irgendwie so möchte ich gerne mal über meinen... Hier, habe ich keinen Lachs dabei? Komm. Regenbogenforelle, so was Ähnliches wie ein Lachs. Bitteschön, für dich. Thank you. Extra Tuki, Tutti schnucklig lecker. Morning. Moin. I'm at home when it rains, so I don't get wet. Das stimmt. In letzter Zeit werden viel über Gespenster spekuliert. Okay. Ah, das ist doch dummer Aberglaube. Es gibt doch gar keine Gespenster. Oh, ist das so? Man kann zurzeit die Elefantenkonstellation sehen. Elefantenkonstellation scheint viele Silben zu haben. Elefanten sind Tiere, von denen man sich weltweit zahlreiche Legenden erzählt. Du kannst die Elefantenkonstellation recht früh sehen. Siehst du? Okay, das heißt, wir können heute uns... Ah, na, heute ist es bewölkt. Nein! Das geht nicht. Kann ich mir nicht einen Sonnentag wünschen? How may I help? Ich brauche ein Runenwunder. Ich brauche ein... Ich brachte ein paar Runis. Okay. What do you want to wish for? Ach, sonnige Woche gibt's nur. Fischtag, Grastag, Holztag. Okay, also eher nicht. Ich dachte, ich kann noch eben Hex-Hex alle Wolken wegschieben und heute die Elefantenkonstellation sehen. Aber anscheinend nicht, für wen wohl der Elefant ist. Ich glaube für die, wie heißt sie? Die Bianca, weil es so ein kleiner Elefant ist. Ich glaube schon, dass das ein Elefant ist. Die Bianca. Tief in ihrem Innern. Weil sie, glaube ich, nichts vergisst und vielleicht ein Trampel ist. Kann sein. Ist auf jeden Fall keine Ballerina. So viel ist schon mal klar, wie die auf meinen Gefühlen rumtrampelt. Aber zum Glück... Ah, verdammt.
Aber zum Glück habe ich immer wieder das Richtige dabei, um sie aufzumuntern. Zum Beispiel das Selfie. Wow, thanks. Gerne. Gibt's sonst irgendwas Neues? Good morning. Reading in the shade is the best for hot day. Neuerdings geht das Gerücht um, es gebe einen Geist in unserem Dorf. So, was gefällt dir sicher, Selfie? Ja, ich mag Geschichten, in denen Geister vorkommen. Aber echte Geister finde ich doof. Können wir uns darüber nochmal unterhalten in Gänze? Warum bequatschen die Leute von Geistern? Ich glaube, ich gehe mal zur Kirche. Das ist der einzig sichere Ort für Geister, wie jeder weiß. Der schon einmal zum Beispiel, wie heißt denn der gute Film, den ich suche? Ich suche einen Film mit Johnny Depp. Der ist schon ein bisschen älter. Und der hat einen Namen. Und... Hallo Rosetta, was machst du denn hier? Good morning. Neuerdings scheinen die Leute nur ein Thema zu kennen. Geister. Aber so etwas gibt es doch nicht wirklich. Hm. Rosetta, was ist uns da? Machst du dir Sorgen wegen der Sache mit Danny? Eigentlich eher nicht. Ich könnte dir Marmelade geben. Aber ich habe sonst nichts, was ich dir geben kann. Also gebe ich dir gar nichts und lauf einfach weg. Und dann reden wir nicht nochmal über den Film. Jeder Tag ist zu unerträglich heiß. Dem Gemüse. Kann ich mit ihm auch darüber reden? Also, hast du dich schon im Dorf eingelebt? Ja, die Menschen hier sind alle sehr liebenswürdig. Gut. Wenn du Fragen zum Bestellen deiner Farm hast, stehe ich dir jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. Mach mal ein Feld für mich. Ist das Lara? Ach, krass. Moin. It's so hot every day. Please be mindful of your health. Mach ich. Neulich habe ich ein Gerücht über einen Geist gehört. Das ist kein Geist, das ist Cross. Er lebt schon lange hier. Die Leute sollten sich mehr um ihn kümmern und sich seinen Namen merken. Das war die ganze Geschichte. Würdest du mir einen Gefallen tun, Ustra? Worum geht's? Naja, ich hatte Selfie etwas Geld geliehen. Es ist schon eine Weile her und sie hat das noch nicht zurückgezahlt. Würdest du das Geld für mich holen? Okay, geht in Ordnung. Okay. Schulden eintreiben? Ustra-Style. Okay, alles klar. Style-Change. Ustra, Style-Change zum Geldeintreiber. Ich bin ein harter Typ. Ich habe meine Mütze auf und ich muss meinen Kragen noch hochstemmen. Und schon sehe ich aus wie ein gefährlicher Mann, der nur eins will, nämlich dein Geld, Selfie. Komm ran und hol dir einen ab, wenn du mir das Geld nicht gibst. Selfie, Lara möchte gerne das Geld zurück, was sie dir geliehen hat. Unglaublich. Und da schickt sie gleich einen Geldeintreiber. Oh, geil. Super, dass das gerade passt. Nicht schlecht, Lara. Können wir das beiseite lassen? Würdest du mir bitte das Geld geben? Naja, es ist so, ich möchte es ja gerne zurückzahlen. Aber im Moment habe ich nicht so viel. Du hast nicht genug Geld, um es zurückzuzahlen. Naja, wenn du es so siehst, was soll ich sagen? Daher würde ich dich gerne um einen Gefallen bitten. Könntest du es nicht an meiner Stelle zurückzahlen? Ist es euer Ernst? Da gehe ich zurück und zahle das für Selfie. Komm, das gibt bestimmt. Also, ich sag mal so, in der heutigen Zeit kann man einem reichen Mann wie mir sicherlich mit der ein oder anderen Dienstleistung virtuell natürlich zieh dich aus, Selfie. Was? Ich meine, behilflich sein. Hallo, Cross. Oh. Ich wollte etwas reden. Fürchtest du dich denn nicht vor Monstern? Nein, ich habe keine Angst. Ich bin immer ihnen sogar sehr zugetan. Immerhin lügen sie nicht wie die Menschen. Ich würde gern das freie Leben eines Monsters führen. Was unterscheidet ein Monster von einem Menschen? Schwänze! Verdammt, ich wusste es die ganze Zeit! Ich bin ein Monster! Wenn ich einen Katzenschwanz hätte, würde ich mich dann in ein Monster verwandeln? Katzenschwanz. Okay, vielleicht muss ich ihm sowas besorgen. Kann ich, Haus? Tut mir leid. Okay. Hallo, Stella. Oh, good morning. Ich habe das Dorf von ersten Stein aufgebaut. Okay, also nur die jungen Mädels reden also über den Geist, das wir wahrscheinlich jetzt schon aufgeklärt haben mit der Geschichte hier mit Lara. May I help you? Und? Was sagt sie? Hat Selfie dir das Geld gegeben? Ja, ich hab das Geld. Lüg doch nicht, Ustra! Selfie wollte wohl, dass du den Betrag für sie vorstreckst. Woher weißt du das?
Du lügst nicht besonders gut. Das stimmt gar nicht. In Ordnung. Ich werde später direkt mit Selfie sprechen. Danke für deine Hilfe. Oh oh. War das jetzt gut oder schlecht? Gut oder schlecht? Gut oder schlecht? Bitte, bitte, bitte mach meine Beziehung nicht kaputt. Naja, zwei Herzchen. Kein Herz, aber zwei Freundschaftspunkte. Warum kann ich sie nicht für mich gewinnen? Sie ist sexy Krankenschwester, Chan. Ich meine, guckt sie euch an. Jetzt guckt sie euch an. Wie kann man? Naja, gut, ich meine, wir haben doch andere Leckerbissen hier. Zum Beispiel die, ne, hier, Cinnamon. Auch in der Badeausführung. Lecker! Die erst drei Herzen hat, aber schon sechs Freundschaftspunkte. Holy fuck! Ich glaube, ich gehe nochmal nach Selfie und warne die schon mal vor, dass, eventuell die Lara, die alte Knochenbrecherin, vorbeikommt und, das Geld selber eintreiben möchte. Ist es nur fair, wenn ich sie warne, oder? Und ich habe gar nicht geguckt, ob ich noch genug Grasrunis habe. In der einen, Sache. Hallo? Hm, ich lese dieses Buch gerade, also verkaufe ich es doch nicht. Ich wollte mich doch nur ein bisschen unterhalten. Was ist denn? Das Problem mit dem Geld habe ich dir doch bereits überlassen, Ustra. Geh zu Lara und lass dir einfach eine Entschuldigung für mich einfallen. Das ist nett von dir. Okay, soll ich jetzt nochmal zu Lara gehen? Ich bin mir nicht sicher, was die Sache ist. Ich gehe jetzt nochmal hin und her. Ich mach das, ich regel das. Keine Sorge, Leute. Wir kriegen die Probleme der Frauen schon unter Kontrolle. Weil irgendeiner wird mir dafür, sicherlich mit dem einen oder anderen, Moncherie-Küsschen, danken. Wenn nicht jetzt, wann dann? Oder soll ich jetzt sagen, es fehlt Geld? Ich bin mir nicht sicher. May I help? If you get sick or poison? Nein, lass mich in Ruhe mit dem Giftscheiß. May I help? Usta, du solltest dein Leben so gestalten, dass du meine Dienste nicht in Anspruch nehmen musst. Ja, mach ich doch. May I help? Selfie ist einfach ein hoffnungsloser Fall. Sie sollte wirklich an ihrer Unzuverlässigkeit arbeiten. Naja, gut. Okay, ich glaube, die beiden haben jetzt Beef. Sehr gut gemacht von mir. Habe ich das toll geregelt. Problem verschlimmert? Ja. Jetzt nochmal hier hin. Boah, Botengänge. Heute ist der Tag. Ich sehe schon. Und gleich will Melody, dass ich ihr 5 Eimer warmes Wasser aus dem Meer hole. Ohne Salz. Und dann bin ich aber beschäftigt den ganzen Tag. Wenn ich das erstmal destillieren muss. Wo ist denn meine Liebe? Cinnamon, hallo. Ich will nicht mit dir reden, ich will hier dran. Und die Runis sind, ja. Nämlich genau. Boah, ich muss unbedingt Wasser und Steine wegtun. Und dann muss ich da Gras reinschmeißen. Oh Gott, ja bitte, ich will das nicht machen, aber wir müssen. Es führt keinen Weg daran vorbei, das zu tun, was wir zu tun haben. Hm, auf jeden Fall haben wir wieder ein neues Event gesehen und ich dachte, es wird eventarmer, aber es ist gar nicht so. Und sogar mit der Lara, mit der ich nicht so viel zu tun habe, ist es doch ganz nett. Wenn man mal ganz ehrlich ist. Da gehe ich später hin, mit der muss ich jetzt nicht reden, Rosetta habe ich auch schon gesehen. Hm. Eigentlich machen wir gerade einen guten Schuh. Dann können wir noch mit Uzuki sprechen, mit Tao sprechen. Die weiß bestimmt noch was zu den Geistern. Good morning. Ustra, Ustra, wir haben ein großes Problem. Ich konnte letzte Nacht nicht schlafen und bin zum Platz gegangen. Etwas glitt lautlos über den Platz. Das muss ein Geist gewesen sein. Okay, nachts über den Platz. Okay, vielleicht sollte ich mich abends auch mal auf den Platz begeben. Hm. Aber ich bin mir halt nicht sicher, ob das immer noch gilt. Ich gebe ihr mal den gemachten Fisch. Vielleicht gefällt ihr das ja auch. Sashimi. Is that for me? Okay, das ist genau dasselbe, wie wenn ich Fische schenken würde. Sure. Da wir gerade davon sprechen, es gibt ein Gerücht über einen Nein! Was ist denn? Sprich dieses Wort bloß nicht aus. Welches Wort denn? Du meinst geil. Ich sagte doch, du sollst es lassen. Ist ja schon gut. Hm, okay, sie will nicht über Geister sprechen. Nehmen wir mal so hin. Hallo, Elise. Good morning. Oh, Ustra. Was ist los? Ich wollte heute Morgen Feuerholz besorgen und plötzlich bemerkte ich, wie mich etwas Weißes anstarrte. Könnte das der Geist gewesen sein, von dem alle Welt spricht? Nein, warte, genau dort. Ha, ha, ha.
Na, ich gebe dir mal eine Blume. Vielleicht komme ich da ein bisschen weiter bei ihr. Meine Familie betreibt diesen Gasthof und das erweckt den Anschein, als wäre unsere Familie sehr groß. Weil ihr ein Gebäude habt in der ganzen Stadt. Weiß ich nicht. Ich habe auch ein Gebäude in der Stadt. Das macht mich trotzdem nicht so groß wie eine fünfköpfige Familie. Ich weiß nicht. Also ist wohl Cross das Problem. Zumindest laut Lara, aber er schleicht über den Platz. Es ist etwas Weißes. Ich kann dem nicht vertrauen, den Mädels. Oder der Lara. Die hat doch gesagt, ich lüge schlecht. Und das ist ja... Hey, du hättest nicht den ganzen Weg hierher kommen sollen. Warte! Ah! Hm. Tut mir leid, Bianca. Ist das dein Monster? Nein, es ist mir nur gefolgt. Ja, es ist meins. Nein, es ist mir nur ja, es ist mein. Achso, tja. Nein, es ist mir nur gefolgt. Monsters aren't as scary as I thought. Won't you give it to me? Klar. Klar, pass gut darauf auf. My thanks for its name. Let's see. François, starting today, I am your master. Okay. François sieht aber eher aus wie eine Frau. Oh, good morning. Good morning. Neuerdings geht das Gerücht um einen Geisttreiber hier sein Unwesen. Ich lasse einfach die Lichter brennen. Die Geister bleiben fern. Die Geister bleiben fern. Okay. Diese Sommerresistenz ist ein wenig beengt. Die Schlafzimmer müssen viel größer sein. Vielleicht sollte ich anbauen lassen. Ja. Findest du nicht auch, dass François einfach ein wundervoller Name ist? Nein. Weißt du vielleicht, was man Interessantes übernehmen könnte? Du könntest François umbenennen! Das... Kann ich dir einen Gürtel schenken? Ich will dir keinen Ledergürtel schenken. Wir sind nicht bei 50 Shades of Grey, ehrlich nicht. Marmelade. Heute ganz frisch. Bitteschön. Thank you very much. Gerne. Sonst noch was? Good morning. We have some ill-timed weather today. Ja. Ich habe gehört, in Trampoli gibt es einen Ort, an dem dann und wann ein Geist erscheint. Ich würde gerne einmal mit ihm sprechen. Hast du denn gar keine Angst, Tabata? Angst? Warum denn? Wenn es sich wirklich um einen Geist handelt, werden wir uns sicher gut vertragen. Sarkasmus im Haus, Tabata. Was ist denn los mit dir? Ich habe Miss Bianca noch nie so glücklich gesehen. Danke, dass du sie François geschenkt hast. Das bisschen Regen sollte dir nicht die gute Laune verderben. Beruhigt dich das prasselnde Geräusch der Regentropfen auch so? Du musst den Dingen etwas Positives abgewinnen. I like how quiet this place is. The atmosphere is somewhat similar to the Nation of Elves. It's very nostalgic. Huh? You used to live in the Nation of Elves? Yes, I'm an elf. My place of birth is the Nation of Elves. I see. I didn't know that at all. Ja, ist so. Ja, ja, als Geist also. Naja, wie dem auch sei. Jetzt sind wir schon mal diese kleinen, komischen Elefanten los. Besser bekannt unter dem Decknamen Frong Swang. Was ich davon halte? Naja, soll sich Tabata mal drum kümmern, wenn sie meint. Und jetzt alle schön mitzählen, wie viele Runes ich hier abschmeiße. Das werden nämlich einige sein, vor allem von den Wasserteilen. Das sind schon mal drei. Wir müssen so ungefähr eine ganze Menge davon wegnehmen, auch von den Steinen. Und von den Gras müssen wir mal wieder welche reinschmeißen. Aber es wird hier wirklich zu viel und wir müssen es machen, weil sonst steigen die mir noch aufs Dach hier, die ganzen Moonies, und es werden einfach zu viele an einem Ort. Und das wäre sehr, sehr, sehr unangenehm für meine weitere Planung der Dinge. Okay, hier ist fertig. Bin ja mal gespannt. Warum regnet das so viel? Ich meine, es ist goldener Herbst. Bei mir ist draußen schönstes Wetter. Und hier ist einfach nur Regen. Gehen wir da hinten nochmal hin. Wehe, die bleiben jetzt nicht da, die Roonies. Das wäre schlimm. Da würde ich mich aufregen. Wir sollen also dem guten Cross einen Katzenschwanz geben, weil er keinen Bock mehr hat auf Mensch sein.
und ihr das so ein bisschen ankotzt. Aber mich würde das auch ankotzen. Ich meine, die Briefträgerin, die fucking jeden Tag kommt, fuckt jeden Tag aufs Neue, was das für ein blöder Briefkasten ist, der einfach neben diesem Haus steht, was sie noch nie gesehen hat, jeden Tag. Ich bin überfragt. Und dann wäre ich auch überfragt als Anwohner dieser Stadt. Das muss echt schlimm sein. Niemand bemerkt, niemand beachtet einen, keiner hat Bock auf den. Und ich weiß gar nicht, warum, er ist so voll der Nette. Der hat doch niemandem was getan. Der rennt halt hier rum, der macht die ganzen Handwerksarbeiten für sich und vielleicht auch für andere, wenn man den ein bisschen bezahlt. Ist doch ein netter Typ. Ich bin echt nicht... Ich hab echt nicht mitgezählt, wie viele Runes wir jetzt schon mitgenommen haben. Aber so wie ich mich kenne, noch nicht genug. Und ich werde es auch nicht aufschreiben, denn wir werden gleich nochmal gucken gehen. Das ist mir um einiges sicherer. Hier geblieben, du blöder Stein. Als... Ich glaube, wir müssen hier hin ungefähr. Ja. Das ist mir sicherer, als jetzt irgendwie eine feste Zahl aufzuschreiben und die dann trotzdem nicht zu erreichen. Hier ist nochmal Wasser. Da auf dem Feld wird auch noch einiges sein. Aber wir gehen jetzt erstmal Luki-Luki machen, was wir noch so brauchen. Was noch weg kann. Kann das weg oder wird das noch zum Wachsen und Gedeihen gebraucht? Ja. Da bin ich jetzt echt gespannt. Das mit dem Geld habe ich auch verschissen. Verdammt, was ist das denn für ein Tag? Erst 50 Mal von A nach B laufen und dann noch lügen, dann beim Lügen erwischt werden, weil ich ja so ein schlechter Lügner bin. Und jetzt habe ich den Salat. Und jetzt mag wahrscheinlich Lara mich nie wieder. Und sie wird mich nie wieder anschauen. War ich schon in den Ruinen? Ja, war ich. Oh. Hm. Lecker. Limonade. Hm, ist die gut. Das schmeckt. Und das weckt mich hier wieder auf und das lässt mich weitermachen. Und jetzt muss ich, das muss ich ja doch mal hier den Zählmeister machen. Wir haben 47, 48, 41. Theoretisch können davon noch 10 Stück weg. 10 weg, 10 weg und ganze 7 Grasmunis wieder drauf. Boah. 10 Wasser, 10 Steine noch weg. Das ist viel. Das ist richtig viel. Oh Mann, ich wünschte, man könnte einmal so einen Rundumschlag machen, alle Runes einmal mitnehmen, dann wieder welche verteilen. Das wird mir gefallen. Oh, da würde ich einen Handstand machen. Vor Glück, weil das so schön einfach wäre. Ist es aber leider nicht. So, 10, 10 und 7 Stück wieder drauf. Wenn ich jetzt keine mitnehme von den Gras-Runes, was ich aber nicht vermeiden kann wahrscheinlich. Oh nein, das ist ein schlechter Tag. Ich hasse so einen Tag. Also, 1. Schön mitzählen jetzt. Jetzt gilt's. Weil jetzt haben wir wirklich die Möglichkeit. 1. Und davon auch 1. So, habt ihr das noch? Ja? Alles klar. Na, fuck. Da kriegen wir vielleicht nur beide. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber egal. Nehmen wir alles mit. So viele Steine sieht sie gar nicht. Es sieht überhaupt eh nicht so aus, ob hier so viele Leute drin, so viele Runes sind. Wenn ich mal so darüber philosophieren darf. An dieser Stelle. Und manchmal nimmt er einfach alle Runes von einer Stelle weg. Da kann man irgendwie nicht raus. Von dem Wasser habe ich jetzt schon mal 4. Ich wünschte, ich könnte darüber, ohne durch den Zaun da zu müssen. Aber das haben wir leider auch nicht im... Da sind die ganzen Steine, die dreckigen Steine. Die kaufe ich mir jetzt. Und wehe, die sind jetzt wieder weg, wenn ich jetzt die Phase wieder gewechselt habe. Dann bin ich aber böse. Stopp halt. Dann nehmen wir das Gras lieber nochmal mit. Müssen wir halt ein bisschen mehr reinpacken. Müssen wir sowieso. Das ist eine Arbeit. Eine richtige, blöde Sisyphus-Arbeit. Oh,
Jeden Tag muss ich mich jetzt wieder darum kümmern, dass das funktioniert. Das ist ein Schrott. Das macht den ganzen Spielspaß kaputt, finde ich. Man hat viel zu viel damit zu tun. Man kann sich viel weniger um die wirklich interessanten Dinge kümmern. Wie eventuell Dungeon gehen oder irgendwas anderes. Ich glaube aber, dass wenn ich jetzt 10, na, besser mal 11 Grasdinger wegpflanze, dass wir genug haben von allem. Jetzt muss ich noch mal nachgucken. Oh, ich wünschte, ich hätte wenigstens eine Runikarte dabei oder irgendwie ein Messgerät. Ich meine, ich kann die abzapfen und abpflücken, aber ich kann sie irgendwie nicht katalogisieren. Das finde ich schrecklich als Mann, der Zahlen liebt. Und ja, ich bin jemand, der Mathe mag. Oh nein, nicht so einer. Wie kann man das nur sagen im Öffentlichen? In der Öffentlichkeit, dass man Mathe mag. Ich mag Zahlen. Zahlen sind meine Freunde. Zahlen lügen vor allen Dingen nicht. Ne? Und 1 plus 1 ist meistens immer oft 2. Und deswegen kann ich mich damit ganz gut identifizieren. Weil das klappt einfach. Aber wenn ich keine Zahlen habe als Grundlage, dann kann ich auch mich auf Zahlen nicht berufen. Also muss ich schon wieder hier hinlaufen. Hallo Cinema. Ich weiß, ich bin schon 5-mal jetzt hier lang gelaufen. 40, 38, 40, 35. Ja, das habe ich ja relativ ganz gut ausgerechnet. Kein Baum und kein Gras. Das ist natürlich extrem scheiße. Kein Baum, kein Gras. Bäume habe ich noch, aber ohne Gras oben am See werden die wahrscheinlich sich auch nicht lange halten. Habe ich das Gefühl. Aber das ist wieder ein Problem von einem anderen Tag. Würde ich jetzt mal behaupten. Unser Tag endet auch gleich. Wir gehen jetzt nochmal in die heißen Quellen. Wir können ja leider nicht den Elefanten sehen, denn an Regentagen sieht man nämlich hier sowas. Und die bewölkte Nummer, glaube ich, können wir uns schenken. Da werden wir keine Sterne sehen. Deswegen können wir auch gleich genauso gut in den Bett rutschen und dann schön Haier machen. Wie man so schön sagt. Bitte schön für dich. Thanks. Gerne. Hast du... Achso, Melody. Hi. Was hast du denn zu dem Geist? Hast du gehört, Ustra? Es soll hier Geister geben. Ob die auch mal baden müssen? Dann sollten sie einfach vorbeikommen. Oh, Mann. Welcome. Manche sind hier so gierig. Auf... Welcome. Profit. Und jetzt bin ich Schülerin eines Zauberers. Okay, alles klar. Eine Zauberin, Entschuldigung. Welcome. Und jetzt möchte ich einfach baden. Und eventuell lasse ich den Tag einfach ausklingen. Und ihr habt dann vielleicht auch noch ein bisschen mehr vom Sonntag. Oder halt von dem Tag, wo ihr euch das hier anschaut. Deswegen würde ich jetzt sagen, ich hoffe, euch hat diese Folge wieder mal gefallen. Hätte ich was anders machen sollen bei der Schuldeneintreiber-Sache oder wie hättet ihr das gelöst, dann hätte ich gerne eure Meinung in den Kommentaren. Natürlich, wenn ihr das Projekt gefällt, unterstütze das Ganze doch einfach mit einem Daumen nach oben. Kostet dich keinen Cent und nur einen Klick und würde mich richtig freuen. Und dann weiß ich, dass das Projekt gut bei euch ankommt. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.